Mirko, Gratulation zum Einzug ins Cup-Viertelfinale. Jetzt hast du zum dritten Mal im Cup gespielt, hast zum dritten Mal fast nichts zu tun gehabt, außer die letzte, weiß nicht, Viertelstunde. War es ein bisschen hektisch, oder? Ja, ich sage mal, die ersten zwei Runden waren Pflichtaufgaben und heute haben wir gewusst, dass ein sehr schwieriger Gegner vor der Tür steht. Klagenfurt auch, ich sage mal, in einer sehr, sehr guten Form, so wie wir zurzeit. Und ja, wie du sagst, die letzten 15 Minuten war ich das ein oder andere Mal im Einsatz und für das bin ich auch da, oder? Wie ist es denn, wenn man da in eine Mannschaft reinkommt, die jetzt fünfmal hintereinander zu Null gespielt hat, breite Brust hat, Selbstvertrauen hat, ist viel angenehmer, oder? Ja, cool. Es gibt dir auf jeden Fall ein super Gefühl, weil du weißt, es funktioniert zurzeit einfach alles und ich sag mal auch, das nötige Spielglück ist auch auf unserer Seite und ist richtig, richtig cool, dass wir dann eine Runde weiter sind jetzt. Jetzt hat es früher, es hat sich ein bisschen gewandelt, hat es immer höhere Ergebnisse gegeben, einige Gegentore, dafür auch mehr geschossen. Jetzt reicht zum zweiten Mal hintereinander auch ein 1:0. Ich sage mal, eine stabile Abwehr ist viel wichtiger wie ein 5:4 Sieg und von dem her passt es so. Kann genauso weitergehen und auf jeden Fall stehen wir hinten zurzeit sehr, sehr gut. Ja, Cup-Viertelfinale. Man sagt immer, der Cup ist der kürzeste Weg in einen internationalen Bewerb. Wie geht es denn weiter für euch? Habt ihr einen Wunschgegner in der nächsten Runde? Oder wartet ihr jetzt einmal, wie die anderen Spiele ausgehen? Ja, ich sage mal, die anderen, ich glaube, St. Pölten ist weiter oder Leoben ist weiter. Das ist sicher ein Vorteil für uns, wenn die Bundesligisten vorzeitig ausscheiden. Und wer dann kommt, das werden wir sehen. Wir sind auf jeden Fall ready.